Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich diese Buzzer, die man mit jedem PC nutzen kann, für Pizmeet gebaut habe. Auf die Idee mit den Buzzern bin ich gekommen, da ich auch gerne Pizmeet schaue und die Jungs echt gute Videos machen. Unter anderem spielen Peter, Bram, Chris, Jay und Sebastian auch eigens entwickelte Spieleshows, bei denen auch gebuzzert werden muss. Nur leider haben die fünf keine Buzzer dafür und was ist schon eine Quizshow ohne richtige Buzzer? Also habe ich mich zuerst nach möglichen Tastern für die Buzzer umgeschaut und bin ziemlich schnell auf Arcade-Taster gekommen, da richtige Hand- und Fußtaster schnell teuer werden können. Als nächstes habe ich die Taster ausgemessen und mit FreeCut ein Modell erstellt. Natürlich darf hier das Pizmeet-Logo nicht fehlen. In dem Gehäuse sollen neben dem Taster auch noch eine Platine und zur Steuerung ein Mikrocontroller Platz finden. Die Dateien und Materialien findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Jetzt muss das Ganze nur noch ausgedruckt werden, also auf zum 3D-Drucker damit. Übrigens, bis ich ein Gehäuse gefunden habe, was mir gefallen hat und auch stabil genug war, gab es auch genügend Fehldrucke und Fehlkonstruktionen. Aber nun zurück zu dem eigentlichen Video. Nun können wir mit dem Innenleben beginnen. Dazu nehme ich eine 4x6 cm große Lochrasterplatine und einen Arduino Pro Micro. Das Besondere an dem Arduino Pro Micro ist, dass dieser auch als USB-HID-Gerät fungieren kann, sprich für den PC wie eine Tastatur ist. Aber dazu später mehr. Dieser kommt jetzt mittig auf die Platine und wird festgelötet. Danach bereite ich den Taster vor. Diese bestehen aus einem Gehäuse, dem eigentlichen Taster, einer Halterung für den Taster und einer Leuchtdiode. Zunächst befestige ich das Tastergehäuse an dem Buzzergehäuse und danach den Taster an seiner Halterung. Als nächstes tausche ich die LED aus, da die mitgelieferte für bis zu 12 Volt ausgelegt ist und damit etwas dunkel ist, wenn ich diese mit 3,3 Volt betreibe. Dabei achte ich darauf, dass die LED etwas aus ihrer Halterung herausguckt, damit der Buzzer besser ausgeleuchtet wird. Danach löte ich drei Kabel an den Schalter und die LED und verbinde den Minuspol der LED mit dem des Schalters. Diese werden dann an die entsprechenden Anschlüsse des Mikrocontrollers auf der Platine gelötet. Jetzt kann die Platine auch schon mit 4 Schrauben an dem Gehäuse befestigt werden. Die Kabel entlaste ich noch mit etwas Heißklebe. Danach befestige ich den Taster an dem Tastergehäuse und verschließe den Buzzer mit 4 überdimensionierten Schrauben. Damit ist der Buzzer fertig. Aber bestand Pizmeet nicht aus 5 Leuten und nicht nur einer Person? Vielleicht kann etwas Magie das Problem lösen. Ah, schon viel besser. Jetzt fehlt nur noch der Code. Ich denke 5 Minuten im Backofen sollte dafür ausreichen. Disclaimer, bitte packt eure Buzzer nicht in den Backofen. Das beschädigt nicht nur die Buzzer, sondern kann auch andere Schäden verursachen. Ah, duftet nach fertigen Buzzern. Probieren wir doch mal einen. Wenn man diesen an den PC anschließt, passiert erstmal nicht viel. Beim Drücken blinkt er auf jeden Fall. Mit einem Texteditor sieht man auch, was passiert. Jedes Mal, wenn der Buzzer gedrückt wird, erscheint ein Zeichen. Er fungiert also wie eine Tastatur. Wie ändert man aber jetzt das Zeichen? Ganz einfach. Bevor man den Buzzer anschließt, hält man den Buzzer gedrückt und schließt diesen währenddessen an. Die LED leuchtet jetzt durchgehend und der Buzzer befindet sich im Konfigurationsmodus. Zum Konfigurieren braucht man jetzt nur noch ein Konsolenprogramm wie PuTTY, um sich mit dem seriellen COM-Port verbinden zu können. Diesen findet man leicht über den Gerätemanager. Als Baudrate, also Busgeschwindigkeit, wählt man 9600 Baud. Nach dem Verbinden werden einem die Menüoptionen angezeigt. Man kann sich das konfigurierte Zeichen anzeigen lassen und ein neues vergeben. Ich stelle es mal auf ein Ausrufezeichen. Danach drückt man E, um den Konfigurationsmodus zu beenden, und wenn man den Buzzer jetzt drückt, wird ein Ausrufezeichen in den Texteditor geschrieben.
Damit lässt sich der Buzzer auf unterschiedliche Buzzer-Programme anpassen. Damit kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Ich muss die Buzzer jetzt nur noch an Pete mitschicken und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst auf jeden Fall einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen mit der Glocke, damit ihr zukünftige Videos nicht verpasst. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr gerne in Zukunft auf meinem Kanal sehen wollt. Damit bis zum nächsten Video. Ciao!